So, jetzt sind wir wieder richtig sportlich, liebe Zuschauer. Und ich denke, bei Ihnen wird es nicht anders aussehen, dass Sie mal durch den Supermarkt laufen und vielleicht mal rechts und mal links mal zum Spekulatius oder vielleicht auch mal zu den leckeren Dominosteinen greifen. Oh. Dann kommen natürlich auch wieder die leckeren Braten dazu, Klöße, Rotkohl, ach, und das ganze leckere Weihnachtsessen. Ja, und wenn man so drüber nachdenkt, merkt man eigentlich schon, wie die Hüfte vielleicht dann doch wieder etwas ausladender wird. Nur Fitnessstudio ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache, kostet erstens sehr, sehr viel Geld, zweitens guckt Ihnen jeder Zweite auf den Hintern und drittens müssen Sie natürlich auch erstmal hinfahren. Und insofern, glaube ich, möchten Sie vielleicht doch ganz gerne mal lieber zu Hause in den heimischen vier Wänden ganz einfach wieder etwas mehr in Form kommen. Und das Thema Vibrationstraining ist nach wie vor ein sehr, sehr interessantes Training. Oh ja. Wir werden Ihnen aber nicht nur tolle Vibrationsplatten zeigen, wir werden Ihnen grundsätzlich verschiedene Alternativen anbieten, wie Sie doch möglichst schnell wieder in Form kommen können, wenn Sie das denn möchten. Vielleicht haben Sie auch gute Vorsätze für das nächste Jahr. Vibrationstrainer Rebecca sind seit vielen Jahren top aktuell, weil es eine unglaublich leichte Möglichkeit ist, schnell in Form zu kommen. Ach, das ist das Gerät, wenn Sie sich schwer getan haben, bis dato Sport in Ihren Alltag zu integrieren. Ja. Und vor allem, wenn Sie immer gesagt haben, oh, Sport, das macht mir keinen Spaß irgendwie. Ich muss mich so überwinden, das ist so anstrengend. Hier, weder anstrengend, macht ganz viel Spaß und ist nicht sehr preisintensiv, wie Sie hier bei uns bei Pearl TV wissen. Und so einfach kann Sport machen sein auf so einer Vibrationsplatte. Sie stellen sich einfach nur drauf und der Rest erledigt Ihr Körper quasi automatisch. Das ist so, ne? Ich muss nichts machen. Ja. Ich muss nichts machen. Hier, wir sehen, wie so eine Vibrationsplatte funktioniert. Ja, Diana macht jetzt eher noch den gemütlichen Modus aktuell. Das könnte sie aber ganz einfach per Fernbedienung auch steuern. Aber macht nichts. Das Prinzip ist folgendes. Das Prinzip ist folgendes. Diese Vibrationsplatte, die bewegt sich. Sie bewegen sich selbstverständlich mit. Carsten, Sie bewegen sich selbstverständlich mit, aber ohne, dass Sie irgendwelche Bewegungen ausführen müssten, denn die Muskeln arbeiten für Sie. Die Tiefenmuskulatur, die muss hier diese kleinen Bewegungen ausgleichen, damit Sie sicher stehen. Das passiert von automatisch, da brauchen Sie nicht drüber nachdenken. Und wenn Sie dann mal gestartet haben, ich sag's Ihnen, das ist der Knaller, Sie brauchen nur 10 Minuten draufstehen, haben ungefähr ein Workout von 90 Minuten hinter sich gebracht, was man normalerweise im Fitnessstudio aufbringen müsste. In der Tat, im Fitnessstudio bräuchtest du 90 Minuten ungefähr, um das zu machen, was du hier auf der Fitness, auf der Vibrationsplatte in nur 10 Minuten schaffst. 10 Minuten, das kriegen wir doch alle hin, oder? Also 10 Minuten, die Zeit habe ich. Zur Not mache ich mir das Gerät mal an, wenn ich jetzt abends mal in die Tagesschau reinschaue. Von 20 bis 20.15 Uhr haben Sie Ihr Workout für den Tag schon erledigt. 90 Minuten in einem Fitnessstudio, bis Sie da sind, bis Sie sich umgezogen haben, bis Sie die obligatorischen Schwätzchen gehalten haben, bis das Gerät frei ist. Sie kennen das vielleicht, in den Nachmittagsstunden ist immer grundsätzlich die Hölle los in solchen Studios. Ja, dann müssen Sie bei Wind und Wetter dahin, das kostet wieder Motivation. Hier greifen Sie ganz einfach mal eben schnell zur Fernbedienung, stellen sich drauf und schalten ein. Alles andere macht Ihr Körper von ganz allein. Und zwar der ganze Körper, wie wir hier sehen. Ja, richtig. Und das ist jetzt das nächste Level, was du hier quasi integrieren kannst. Diana zeigt das. Sie hat eben gerade so Kniebeugen gemacht auf dem Gerät. Also wenn Sie da mal eine Woche lang oder sagen wir mal zwei Wochen lang dreimal die Woche sich draufgestellt haben, dann können Sie peu à peu steigern. Dann steigern Sie mal, indem Sie Kniebeugen machen. Dann das nächste Mal trainieren Sie den Oberkörper mit, indem Sie die Expander noch mit benutzen. Die sind mit integriert. Die sind auch schon mit dabei. Und du hast recht, Carsten. Dieses Gerät spricht ohnehin schon den ganzen Körper an. Aber vielleicht möchtest du noch mal gezielt die Arme und den Rücken trainieren, weil wir sitzen ja auch viel zu viel und oftmals viel zu eingefallen. Und dann kannst du ganz einfach hier locker fluffig auch noch mal ein paar Armübungen machen. Übrigens haben sie in der Anleitung, die noch mit dabei ist, auch ganz viele Übungen mit drin, die sie dann peu à peu integrieren können, damit es nicht langweilig wird. Aber ganz ehrlich, so kann man sich unterhalten. Man kann Fernsehen schauen, so wie du gesagt hast. Diana, es ist doch entspannt, oder? Es fühlt sich doch gar nicht anstrengend an. Ja, und so kann ich auch deinen Balance ein bisschen halten. Das wirklich hilft sehr, diese, wie heißt das, die
Ja, stimmt. Ich kann mich so ein bisschen festhalten. Richtig, ja. Gibt ja so eine gewisse Stabilität auch noch mit dabei. Wobei du jetzt gerade natürlich auch schon gezeigt hast, dass man hervorragend seine Schultern ansprechen kann. Die vordere Schulter, die seitliche Schulter, Bizeps war dabei. Alles. Also das ist wirklich gilt für ganze Körper. Also ich kenne unsere Vibrationsplatte und ich bin wirklich begeistert. Wenn Sie möchten gar keinen, Sie haben keinen Bock zu Fitnessstudio zu fahren oder einfach zu Hause bleiben in warmes Wohnzimmer, einfach morgens, abends. Sie können das immer machen. Ne? Und sie braucht keine normale Sportsachen. Sie können das auch in Pyjama machen. Und ich muss sagen, dass diese Platte natürlich für jeden Bereich. Du kannst auch zum Beispiel für Rücken etwas machen. Ja, das zur Entspannung ist sehr, sehr wichtig. Guck das stimmt. Mhm. Zur Entspannung können Sie das Gerät auch nutzen. Sind auch Übungen in der Anleitung mit drin. Das heißt mal den Rücken entspannen, Nacken- und Schultermuskulatur entspannen. Da finden Sie in der Anleitung Übungen dazu. Und schon allein einfach nur dieses draufsetzen, lockert richtig schön die Muskulatur. Und jetzt verrate ich Ihnen was. Diese Vibrationsplatte ist nicht nur ein super Gerät, um sich sportlich zu betätigen, sondern auch ein Gerät, was ja auch Physiotherapeuten für sich nutzen. Also auch in der Physiotherapie sind Vibrationsplatten der Hit. Und Sie sollten sich eine Vibrationsplatte nach Hause holen, wenn Sie sagen, ich brauche jetzt mal den ultimativen Kick. Ich brauche ein Gerät, was es mir leicht macht, den Anfang zu finden. Ich brauche ein Gerät, was mir Spaß macht. Das haben Sie hier definitiv. Und noch ein Gerät, was zusätzlich für Entspannung sorgt. Es ist der Wahnsinn. So. 20 verschiedene Intensitätsstufen können Sie hier einstellen. Also für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene perfekt geeignet. Und Sie sehen diese flache Bauweise. Ich kenne das ein oder andere Fitnessgerät natürlich auch zu Hause. Sei es eine Hantelbank, sei es ein Rudergerät, ein Fahrrad oder manch andere Geschichten. Die stehen irgendwo im Raum rum. Da ist es gar nicht so einfach, dass man da überhaupt mal den Platz für findet. So einen Vibrationstrainer nehmen Sie ganz einfach, wenn Sie fertig sind, und schieben den mal eben unter das Sofa, unter das Bett. Dann ist er quasi aus den Augen heraus. Und wenn Sie ihn brauchen, ziehen Sie ihn vor und schalten über die Fernbedienung ein. So einfach kann Sport sein heutzutage. Ja. Und vor allen Dingen muss es nicht gleich ein Vermögen kosten. Knapp 130 Euro im TV-Sonderpreis mit der NX 59 88 und der 569. Jetzt gehen wir noch mal eine Spur weiter. Das war ein klassisches Vibrationstrainingsgerät. Jetzt haben wir noch mal ein Gerät mit einer 3D-Funktion. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Oh, das ist jetzt noch mal eine Weiterentwicklung. Das ist jetzt das ultimative Highlight unter den Vibrationstrainern, wenn du mich fragst. Ja. Weil wir hier jetzt nicht nur eine einseitige Vibration haben, sondern eben diese 3D-Vibration. Ich kann dir das gerne mal zeigen. Sehr gerne. Ich gehe hier mal durch, ich mache den mal an und dann schauen wir uns das mal in der Theorie an. Das ist das eine, hier diese vertikale Bewegung. Ne? Das ist super, um zum Beispiel das Gehen zu imitieren zum Beispiel. Also das heißt, da kann ich super gut die Beine mit trainieren. Jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit der horizontalen Vibration. Das heißt, hier muss ich mehr mein Gleichgewicht, meine Koordinationsfähigkeit mittrainieren. Und ich kann auch den vollen Raum nutzen. Und hier sehen wir, hier wird alles so ein bisschen gemischt. Das heißt, die Tiefe, die Breite, es geht in alle Richtungen hier. Und damit kann ich noch mal effektiver alle Muskelgruppen im Körper ansprechen, noch mal effektiver die Tiefenmuskulatur ansprechen und bin hier mit einem Gerät, mit einer Übung auf sämtlichen Ebenen unterwegs und kann nicht nur meine Muskelkraft fördern hiermit, sondern auch die Koordination. Das ist jetzt nochmal wirklich so eine Vibrationsplatte. Da muss ich sagen, die lässt keine Wünsche offen. Ist ein schöner, breiter Stand auch. Ne? Und da kannst du auch variieren. Je nachdem, wie du draufstehst, Diana kann uns das gerne auch nochmal demonstrieren, kannst du das Training weniger intensiv, entspannt und auch mal richtig intensiv gestalten. Das sieht man an der Platte selbst auch. Das, was man jetzt hier wahrscheinlich von Ihrer Position aus nicht wirklich sehen kann, die sind so quasi so drei Menschen abgebildet. Einmal so eine etwas, ich sag mal, eine ganz normale Gehbewegung, wie ein Spaziergang. Dann kommt der zweite Mensch, der vielleicht schon etwas flotter unterwegs ist. Und dann ganz außen ist dann vielleicht eher der Sprinter zu sehen. Genau. Das heißt, ich habe also nicht nur in den drei verschiedenen Ebenen quasi der Platte, der Bewegung der Platte, sondern eben auch noch mit dem Stand, je nachdem, ob ich mich schmal draufstelle oder breitbeinig draufstelle, nochmal eine zusätzliche Belastung. Diana zeigt
zeigt es uns gerade. Ja. Ja, man sieht hier diese Kreise, ne? Die sehen Sie auch. Genau das sind dann quasi die verschiedenen Trainingszonen. Und hier, das entspricht wie einem Sprint. Das ist der Wahnsinn, ein Sprint. Weißt du, wie anstrengend das ist? Und hier ist das ein leichtes Spiel, eine Leichtigkeit, den ganzen Körper effektiv zu trainieren. Ich sag's gerne nochmal, weil das gleiche Gerät gilt bei diesem Gerät auch. 10 Minuten auf diesem Gerät entsprechen 90 Minuten normalem Workout, 90 Minuten Joggen, Krafttraining oder ähnliches. Packen Sie hier ganz einfach in 10 Minuten rein. Das ist ultra effektiv. Sie sparen sich Zeit und Sie sparen sich Mühe und Sie sparen sich Anstrengung. Sport muss gar nicht mehr anstrengend sein, weil der Körper macht es für Sie von ganz alleine und ganz automatisch. Das ist magisch. So, und das haben wir natürlich auch für Sie im TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Heute so günstig wie schon lange nicht mehr bei uns gesehen. Wir sind bei den Kollegen von Pearl.de bei einem Preis von knapp 243 Euro. Das ist schon ein sehr, sehr günstiger Preis für eine 3D-Vibrationsplatte in dieser Qualität. Sie sehen aber unseren Preis rechts daneben eingeblendet. Da reden wir von knapp 200 Euro. Das heißt, hier nochmal gut und gerne über 40 Euro sparen und trotzdem etwas für den eigenen Körper tun. Denn ich möchte wetten, dass viele vielleicht auch gedacht haben, Mensch, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gehe ich jetzt laufen bei Wind und Wetter bei 3 Grad über Null, bei Schneeregen oder was? Reicht es, wenn ich nur eine Runde mit dem Hund gehe? Vielleicht einmal um den Block oder einmal um den Stadtpark rum? Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man mit Sport vergleichen kann. Aber was kann man denn machen? Mitunter machen Sie Gelenke nicht mehr mit. Man hat viele, viele Jahre nichts mehr gemacht. Man möchte erstmal wieder so ein bisschen in Grundform kommen. Das sind, glaube ich, solche Geräte genau das, auf was Sie gewartet haben. Auch hier sind die Expander mit dabei. Auch hier kann ich wieder meinen Oberkörper super mit einbeziehen. Richtig, genau so ist es. Und wir haben gerade demonstriert, das Training mit Vibrationstrainer und das Training ohne. Ich habe die Kniebeugen ohne Vibrationstrainer gemacht. Das ist weniger als halb so effektiv als mit dem Vibrationstrainer. Also es ist der Wahnsinn, was Sie sich hier an Energie auch sparen können. Und ganz ehrlich, wenn Sie es schwer haben, den Anfang zu finden, weil zum Beispiel die Gelenke nicht mitmachen oder weil Sie einfach wissen, Sie kommen so schnell aus der Puste, dann ist das eine mega Erfahrung, wenn Sie mit der Zeit merken, so leicht kann Sport sein und so leicht kann ich die Kilos auch purzeln lassen. Du hast von den ganzen Leckereien gesprochen eingangs, die uns jetzt erwarten, die wir vielleicht auch schon schnabuliert haben. Und da müssen wir natürlich ein bisschen aktiv werden. Ne? Und möchten aber gleichzeitig nicht so viel Aufwand aufbringen. Und das ist hier wunderbar, weil das ist minimaler Aufwand. Einfach mal eben so ins Wohnzimmer gestellt, kannst du damit ganz einfach Fernsehen schauen. Kannst es dir gut gehen lassen, weil der Vibrationstrainer sorgt dafür, dass du nicht nur trainiert wirst, sondern ordentlich auch in Schwung gebracht wirst und durchgelockert wirst. Das ist gut für den ganzen Körper, für die Beine natürlich, für die Rumpfmuskulatur, für die Rückenmuskulatur, für die Armmuskulatur. Alleine diese unterschiedlichen Anreize, die von der Vibrationsplatte kommen. Vergleichen Sie es gerne mal mit einem Gang über Kopfsteinpflaster oder über einen unebenen Waldboden. Da muss Ihr Körper auch schon gewisse Dinge ausbalancieren und die unterschiedlichsten Muskelgruppen anspannen. Hier wird es natürlich um ein Vielfaches potenziert, ohne dass Sie nennenswert etwas dafür tun müssen. Das ist definitiv genau das Training, was Sie brauchen, um ganz einfach mal wieder in Tritt zu kommen oder vielleicht auch mal das ein oder andere Pfund wieder loszuwerden. Denken Sie bitte an die guten Vorsätze für 2024. Da sind mit Sicherheit auch bei Ihnen wieder welche am Start. Deswegen zugreifen bitte mit der NX 59, 57 und der 569. Spinning ist ein großes Thema. Gerade auch für das Herz-Kreislauf-System soll es ganz hervorragend sein. Nur gerade so ein großes Fahrrad, wir hatten früher immer eins im Badezimmer stehen, das nimmt sehr viel Platz weg. Ja, riesig ist auch manchmal sehr, sehr laut gewesen. Nee, also wir machen es jetzt ganz einfach für Sie. Sie brauchen nicht viel Platz. Sie brauchen auch nicht sich Gedanken machen um die Nachbarn oder Ähnliches, weil wir hier einen super Heimtrainer haben, der wirklich technisch perfekt ausgestattet ist, weil Sie hier auf kleinstem Raum effektiv trainieren können. Und zwar sprechen wir hier auch wieder von Anfängern, wie auch diejenigen, die schon ein bisschen mehr Sporterfahrung gemacht haben. Das ist ja, finde ich, auch das Beruhigende, ne? Die Muskeln. Ja. Also mit dem Alter verliert man natürlich mehr und mehr Muskelkraft. Ne? Das merkst du. Du gehst einkaufen, gehst die Treppen mit deinen Einkaufen hoch, kommst aus der Puste oben an und denkst dir so, Mensch, das ging auch schon mal besser. Ne? Ja. Und
Das Schöne ist, Muskeln können sich erinnern. Ja, ist der das heißt, du musst die einfach nur wieder in Schwung bringen, wieder in Fahrt bringen. Und dann hast du ganz schnell einen super Trainingseffekt, weil du ganz schnell wieder auf das Level zurückkommst, was du mal kanntest. Dass du eben die Treppen hochgehen kannst mit deinen Einkäufen und eben nicht aus der Puste oben ankommst. Und auch hier wieder, sie haben gesehen, ist super gemacht, weil keine Wohnung ist zu klein für dieses Gerät. Das kannst du ganz einfach mal eben so auch unterm Bett hervorholen, hinter der Tür oder aus der Vorratskammer beispielsweise. Ja. Hast das in 0, nichts aufgeklappt. Diana hat es ja eben gezeigt und zack, kannst du hier losradeln. Mit einer Qualität, die kenne ich von den alten Heimtrainern nicht. Nein, ne? Also nein. Da hat das hier unten immer geruckelt oder sowas. Das hier waren diese Bänder, die immer so einen gewissen Widerstand gegeben haben. Das hat immer so geschliffen. Ich fand das immer sehr unangenehm. Das hier ist eine Schwungmasse. Genau. Das merkt man natürlich auch entsprechend an den Gelenken. Das merkt man auch im Fußgelenk, in den Kniegelenken, im Hüftgelenk. Eine wesentlich harmonischere Gangart jetzt hier mit diesem fantastischen Gerät. Und Diana stellt jetzt hier ihre ganz persönliche Schwierigkeit ein. Genau. Dafür habe ich verschiedenste Möglichkeiten hier. Ne? Das ist auch ein Gerät für die ganze Familie. Genau deshalb, weil du hier auf unterschiedlichen Niveaus aktiv werden kannst. Im ersten Moment habe ich einen ganz geringen Widerstand. Und vielleicht sagen Sie sich auch bei diesem Gerät, oh, 10 Minuten, das klang super. 10 Minuten jeden Tag entspannt radeln. Total genial. Dann werden Sie sich vielleicht irgendwann mal steigern im Widerstand. Werden hier von Nummer 2 zum Beispiel hochgehen auf bis zu 8. Zack, habe ich hier ganz einfach mal den Widerstand erhöht. Weißt du, dann habe ich noch mal neue Trainingsreize gesetzt. Das ist ja auch immer wichtig beim Sport. Ne? Neue Reize setzen, mal ein bisschen mehr Intensität. Vielleicht möchten Sie auch in der Dauer noch mal verlängern. Das haben Sie auch übrigens hier im oberen Teil auch super gut im Blick. Wir haben hier ein Display sogar mit integriert. Ja. Das auf so kleinem Raum, das ist wirklich erstaunlich. Und da siehst du zum Beispiel, wie schnell du unterwegs bist, wie lange du auf dem Heimtrainer unterwegs warst. Kannst auch sehen, wie viele Kilokalorien du verbrannt hast. Ah. Jetzt sehe ich sie schon zu den Lebkuchen laufen, zur Lebkuchenverpackung mal lunzen. Wie viel habe ich denn heute schon zu mir genommen? Wie viel will ich denn morgen mit meinem Heimtrainer oder übermorgen hier, sobald er da ist, nochmal verbrennen? Das haben sie hier voll unter Kontrolle. Da sehen wir mal das Display. Wunderbar. Ja. Danke dir, Diana. Und das Tolle ist auch, jetzt sehen wir auch, wir haben hier sogar Pulssensoren mit dabei. Pulssensoren, um den Puls auch immer im Blick zu behalten. Hier auf dem Display sehe ich das. Eine wunderbare Ablage hier auch, um zum Beispiel mal das Smartphone abzulegen oder mal ein Tablet-PC, wo ich Pearl TV drauf gucke. Es ist genial, was man hier für diesen Preis bekommt an Qualität und auch an einfach Motivation. Weil wenn du so ein tolles Gerät zu Hause hast, dann macht es gleich viel mehr Spaß, den Poppes hier auf den Sattel zu schwingen. Ja, natürlich. Der nebenbei erwähnt auch super bequem ist. Ne? Der ist super bequem. Sie haben gesehen, Diana hat hier auch an der Seite auch diese Haltegriffe und sie haben natürlich auch diese Rückenlehne noch mit dabei. Wenn Sie sich mal ein bisschen entspannter zurücklehnen wollen, ist das möglich. Zeigen Sie mir das mal auf einem Rennrad irgendwo auf der Straße. Gerade Fahrradfahren auf der Straße birgt immer gewisse Gefahren, ist natürlich auch gerade jetzt in diese dunkle, in die nasskalte Jahreszeit hinein nicht unbedingt jedermanns Sache. Hier kann ich mir die Zeit ganz einfach einteilen. Wenn ich Lust dazu habe, wenn ich Zeit dafür habe, schnappe ich mir meinen Heimtrainer, falte ihn eben auseinander. Anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Und lege ganz einfach los. Das mache ich jetzt im Winter, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer. Das mache ich im Frühjahr. Aber auch mal auf Balkon oder Terrasse. Und das mache ich vor allen Dingen, solange ich das möchte und so intensiv, wie ich das und möchte. Und wann ich das will. Richtig, ne? Genau. Einfach mal eben so zack, so ein paar Minuten aufs Rad. Vielleicht merken Sie dann, wenn Sie auf dem Rad unterwegs sind, ab 5 Minuten reichen mir heute schon. Man ist ja auch so, man hat ja auch unterschiedliche Tagesformen, sag ich jetzt mal. Ne? Da kannst du dich einfach drauf anpassen. Ja. Dran anpassen, wenn es nur die 5 Minuten sein dürfen, das ist auch schon super effektiv. Und für diese 5 Minuten kann ich mir die 15 Minuten ins Fitnessstudio definitiv sparen. Ja. Sag mal, alles ist besser als gar nichts. Keine Bewegung ist sicherlich nicht unbedingt eine Option. Deswegen zeigen wir Ihnen jetzt mit unserem Klappheimtrainer bestimmt auch eine tolle Möglichkeit für Sie, ganz einfach mal so das ein oder andere Pfund wieder loszuwerden, das Herz-Kreislauf-System mal wieder so ein bisschen in Fahrt zu bekommen und ganz einfach natürlich auch mal wieder ein paar Glückshormone aufzubauen, denn das wird beim Sport gerne mal vernachlässigt. Sport macht Spaß und wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, schüttet der Körper auch ganz gerne mal die sogenannten Endorphine aus.
Ich glaube, nicht umsonst sind gute Sportler auch immer ein Stück weit gut gelaunt. Wir haben es natürlich auch hier wieder zum TV-Sonderpreis für Sie. Da liegen wir also auch noch mal gut und gerne 20 Euro unter dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Wir liefern ab Lager. Innerhalb der nächsten Werktage ist das gute Stück bei Ihnen. Und ehrlich gesagt ist jeder Tag ein guter Tag, um seine guten Vorsätze umzusetzen und etwas für sich selbst zu tun. Die NX 7902 und die 569. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann war Sie das letzte Mal laufen oder mal ein bisschen strammer gehen? Ja, einfach mal spazieren. Ja? Gerade im Winter, wenn draußen Schnee und Eis liegt oder die Pfützen nacheinander kommen, habe ich da auch keine Lust zu. Ich wollte gerade sagen, es war sehr regnerisch in letzter Zeit. Fies, ne? Richtig. Und jetzt mit dem Laub auch noch draußen, das ist richtig rutschig. Ja, ja. Ja? Da ist natürlich so ein Laufband für zu Hause vielleicht genau das Richtige, was Sie haben möchten. Aber auch das nimmt gar nicht wirklich viel Platz weg, wie wir hier sehen können. Ja, also das ist genau so flach wie ein Bügelbrett, möchte ich sagen. Also das passt definitiv hinter Ihre Tür zum Ankleidezimmer, zur Vorratskammer oder auch der Kellertür. Also hier ist Platz auch keine Ausrede. Es hat mich total fasziniert, als ich dieses Laufband hier bei uns im Sortiment kennengelernt habe, dass wir auf so flachem Raum so eine Qualität haben. Also es ist total genial. Wir haben hier ein sehr schlankes Design, verzichten aber auch nicht auf die Qualität beim Laufen. Weil worauf haben wir hier geachtet? Wir haben hier geachtet auf ein leichtes, sanftes Ausklappen. Sie sehen, das ist nicht viel Gewicht. Diana konnte das quasi mit zwei Fingern ganz einfach ausklappen. Und das Tolle ist, wir haben hier auch an Sicherheit gedacht. Wir haben hier zum Beispiel ein Sicherheitsband, sodass Sie einfach wissen, wenn Sie auf dem Laufband unterwegs sind und Sie finden jetzt nicht den Ausknopf oder Ähnliches, ganz einfach hier den Sicherheitsknöppel ziehen, dann geht das Laufband von alleine aus. Ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor, wenn ich mal stolpere oder Ähnliches. Wir haben hier auf eine tolle Lauffläche geachtet. Das ist für mich das Wichtigste bei so einem Laufband. Eine Lauffläche, die so rutschfest ist, aber die auch so ein bisschen schwingungsdämpfend ist, ne? Sodass ich hier den Effekt habe, wie wenn ich auf einem weichen Waldboden unterwegs wäre. Ne? Mhm. Also das federt so minimal nach. Und auch das ist natürlich viel gelenkschonender, wie wenn du jetzt draußen auf einem harten Asphalt unterwegs wärst. Ja, ne? Ja. Das knallt dann so richtig im Gelenk das sozusagen. Das geht dir richtig in den Meniskus rein. Das hast du hier nicht, genau. Und was ich auch toll finde, sind diese Standflächen rechts und links, weil das ist für mich auch nochmal so ein Sicherheitsaspekt. Ne? Wenn du dich so ein bisschen übernommen hast, du rennst und merkst, das Laufband ist zu schnell für mich, dann kannst du ganz einfach mal kurz pausieren hier an der Seite. Ist total genial gemacht, hier auch ein sicherer Stand, dadurch, dass ich hier die Haltegriffe auch mit integriert habe. Die sind richtig schön gepolstert, da kannst du dich ruhig die ganze Trainingseinheit über schön dran festhalten, ohne dass es unangenehm werden würde. Also es ist nicht einfach nur Plastik, das ist richtig toll weich gemacht. Und dann können Sie auch mal variieren hier. Sie können entlang der gesamten Halterung hier können Sie sich angenehm festhalten. Mhm. Das finde ich so faszinierend. Das muss kein großes Laufband sein. Ich hätte dafür gar nicht den Platz in der Wohnung. Nee, ich auch nicht. Nein. Ich hätte auch gar keine Lust, so viel Platz zu verschwenden für so ein Gerät. Ja, hier haben Sie ganz minimalen Platz perfekt ausgenutzt. Und Diana kann es gerne auch mal zeigen, was passieren würde, wenn es jetzt gerade mal klingelt und Sie müssen ganz schnell vom Laufband runter. Achtung. Seid ihr bereit? Ja. Zack. So, zack. Und schon bleibt das Laufband stehen. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Jetzt stehst du mit Sportschuhen drauf, Diana. Wäre das auch möglich, aber bei mir mit Sneakern? Ja, natürlich, sogar mit Stöckelschuhen. Moment, ich brauche noch meine Sicherheit. Es legt nämlich auch nicht los, bevor ich mich nicht gesichert habe. So. Ja, so. 3, 2, 1. Countdown runter. Genau, richtig, den sehe ich auch. Wow. Und los geht's. Und ich fühle mich hier wahnsinnig sicher auf meinem Catwalk hier mit den hohen Schuhen. Weil ich hier die Haltegriffe habe, weil ich hier eine schöne Lauffläche habe, die richtig anti-rutschmäßig gestaltet ist. Also es ist total super. Wirklich also wunderbar, auch mit dem Display hier. Hier hast du auch wieder alles im Blick. Ne? Ja. Ich kann sehen, wie schnell ich unterwegs bin. Ich kann sehen, wie weit ich gelaufen bin. Auch hier wieder Kilokalorien als Maßeinheit dafür, was ich denn letztlich rausgeholt habe. Ne? Ja, natürlich. Also ich meine, wenn ich da mir so ein Lebkuchenstück genehmige oder mal so ein Schokoriegel, da gucke ich gerne schon mal drauf, wie viele Kilokalorien waren das denn gerade. Und das ist so cool, wenn du dann abends zum Beispiel
sagen kannst, okay, ich habe mir jetzt ein Stück Käsekuchen gegönnt, das hat so und so viele Kilokalorien gehabt. Mhm. Also setze ich mich doch einfach ganz entspannt vorm Fernseher abends nochmal so lange auf mein, stell mich so lange auf mein Laufband, wie ich diese Kilokalorien auch verbraucht habe. Dann hat man überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und genau so ist es, ja. Und das ist der Grund, warum ich so anmoderiert habe. Gerade im Moment, ja, wo die Versuchungen so enorm groß sind, da kommt vielleicht noch der ein oder andere Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt dazu, dann müssen ein paar Christstollen oder sonst was mit dazu. Ja, gerade so in der Vorweihnachtszeit, rund um die Weihnachtszeit, die Jahreswende, Sie wissen, da wird gegessen. Da kommen die Fondues, da kommen die Raclettes auf den Tisch und so weiter. Und spätestens im Januar beim Gang auf die Waage stellt man fest, na gut, da hat sich dann vielleicht doch mal das ein oder andere angesammelt, was man vielleicht dann doch ganz gerne wieder runterhaben möchte. Nur wie kriegt man es eben hin? Ja, laufen gehen, bei schlechtem Wetter draußen, durch den Wald laufen, durch die Pfützen laufen und so weiter, in der Dunkelheit, ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber hier können Sie mal eben schnell auf Ihr Laufband drauf und mal eben sagen, komm, ich mach mal ein paar Minuten. Ja, ich habe mal ein paar Minuten Zeit, so, ich mache es mir mal ein bisschen bequem. Das ist gelenkschonend hier, das ist eine saubere und eine trockene Angelegenheit. Und über das Display sehe ich ganz genau, was ist hier eigentlich Sache. Und meine Gelenke werden es mir auch noch danken. Reden Sie mal mit einem Läufer, der wird Ihnen auch sagen, über Asphalt zu laufen ist Gift für Ihre Knochen, für Ihre Gelenke. Auf so einem weichen, ich sag mal leicht federnden Untergrund ist das eine wesentlich bessere Angelegenheit. Knapp 300 Euro. Porto und Versandkosten frei mit der NC 5442 und der 569. Wir werfen noch mal einen Blick zurück auf unsere Vibrationstrainer. Einfacher und schneller kann ich ja kaum noch in Form kommen als mit diesen Dingern, Rebecca. Es oder? Ist ultra einfach. Die einfachste Art und Weise, jetzt Sport in Ihren Alltag zu integrieren. Weil wir haben immer diese Ruheoasen im Alltag, zum Beispiel vor dem Fernseher, die wir einfach ungenutzt lassen. Mit so einem Vibrationstrainer können Sie ganz einfach auch diese Zeit nutzen, weil Sie stellen sich nur drauf, der Rest passiert von alleine. 10 Minuten auf so einem Vibrationstrainer entsprechen 90 Minuten Workout. Und da müssen Sie nicht lange überlegen, vor allem nicht bei den Preisen, die wir Ihnen jetzt anbieten können an dieser Stelle. Ja. Da heißt es direkt schnell sein und zugreifen und dann zack, kannst direkt loslegen, weil der erste Schritt ist damit wirklich ultra einfach. Die Sendung dauert 30 Minuten, hätten Sie schon 3 Einheiten mitmachen können. Preis hier ist knapp 130 Euro, die NX 5958 und die 569. Und jetzt reden wir bitte auch nochmal über dieses Gerät, eine 3D-Vibrationsplatte. Die bietet noch ein paar mehr Anreize für den Körper. Noch mehr Anreize, sprich noch mehr Effektivität, noch mehr Möglichkeiten, Ihr Trainingsprogramm hier abzuwandeln, Abwechslung reinzubringen und vor allem hier auch nochmal unterschiedliche Funktionen anzusprechen, die Muskeln aufzubauen, aber auch die Koordination zu fördern. Das können Sie hier mit der 3D-Vibrationsplatte machen. Da wird die komplette Variationsplatte einer solchen Vibrationsplatte auch ausgenutzt. Und das ist genau der Hintergrund, warum wir Ihnen das Gerät angeboten haben. Sie werden über diese 3D-Möglichkeiten natürlich auch mit den integrierten Expandern noch mal ganz andere Erfahrungen machen. Aber auch hier reichen 10 Minuten am Tag vollkommen aus. Und bei allem Respekt, die 10 Minuten werden Sie wahrscheinlich auch zur Verfügung haben. Vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, mittags, nachmittags, abends, wann immer Sie das möchten. Das Ganze für knapp 200 Euro, Porto und Versandkosten frei mit der NX 5957 und der 569. Ich habe es mit den Knien, ich habe es mit der Achillessehne und ich habe es mit dem Ischias. Deswegen ist Fahrradfahren normalerweise überhaupt nicht meins. Aber auf diesem Teil macht das Spaß, Rebecca. Ja, es ist spaßig, ist gelenkschonend, ist super einfach, auf kleinstem Raum hier untergebracht in Ihrer Wohnung. Und Sie müssen sogar gar nicht mal auf Komfort verzichten. Wir haben hier einen ultra gut gepolsterten Sitz mit Rückenlehne sogar, mit Handstützen auch noch mit dabei. Also auch hier machen Sie es sich wahnsinnig leicht zu einem wahnsinnig kleinen Preis. Und das Ganze ohne eine Stromanbindung oder etwas Ähnliches, entweder hier im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Frühjahr und im Sommer auch einfach mal auf Balkon oder Terrasse, wann immer Sie das für nötig und für richtig halten, wann immer Sie Zeit haben. Und zwar ohne, dass Ihnen im Fitnessstudio irgendjemand auf die Figur schaut. Knapp 170 Euro, die NX 7902 und die 569. Und Diana rackert sich gerade noch auf dem Laufband ab. Aber es sieht richtig spaßig aus, was du da machst. Wirklich Spaß und natürlich, ich bleibe immer noch im Raum. Ich muss nicht wirklich in diesem Dunkelheit und in diesem
Oh, Rebecca, du machst das aber sehr gut. Und du musst nicht beim Regen laufen. Sie können das natürlich auch auf dem Balkon nehmen und auf der frischen Luft auch laufen, wenn Sie möchten. Terrasse, wirklich super. Deutlich angenehmer als bei Schmuddelwetter draußen, um im Block zu laufen. Und jetzt dunkel schon um 4 Uhr wird, ne? Ja, natürlich. Also wann würdest du laufen? Dann vom Sofa wieder hoch, ist natürlich auch so eine Sache für sich. Knapp 345 Euro aktuell bei unseren Kollegen von Pearl.de. Unser Preis liegt bei knapp 300 Euro für eins der am häufigsten bestellten Laufbänder. Bei uns im Programm mit der NC 5442 und die 569. Und ich habe so das Gefühl, Rebecca, dass wir alle so unseren ganz persönlichen Favoriten gefunden haben, oder? Das stimmt. Aber da ist wirklich in dieser Sendung für jeden was dabei gewesen. Und ganz vorn weg, Sie machen es sich hiermit sehr, sehr leicht, den Anfang zu finden. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe nie eine Sportart intensiver ausgeübt. Ich weiß, wie schwer es ist, den ersten Schritt zu machen. Aber hier mit unseren Geräten, die wir Ihnen an dieser Stelle gezeigt haben, ist es ultra leicht, ultra einfach und macht einfach nur Spaß. Sie brauchen nicht viel Platz dafür aufwenden, nicht viel Geld. Also gönnen Sie sich das. Sie tun Ihrem Körper was Gutes. Und Sie werden es merken, wenn Sie sich dann auch ein bisschen wohler fühlen. Also ich habe so das Gefühl, dass wir alle drei morgen tierische Muskelkater haben werden. Nein. Könnte sein. Nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, das ist ein Zeichen Ihres Körpers, dass der Körper arbeitet, dass Sie sich selber etwas Gutes getan haben. Tun Sie es nicht für andere, für die Galerie, tun Sie es einzig und allein für sich und kommen Sie mit unseren Geräten wieder in Form. Viel Spaß dabei.